So, Freunde, willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Smaragd Nuzlocke Challenge. Und ich werde meine Begrüßung gestört. Na super. Okay. Oh, mein Sandname ist sogar weiblich. Cool. Yay. Weiblich. Evil. Kniebel. Toll. So, gut. Beim letzten Mal neue Malven vorgeschossen mit leichten Startschwierigkeiten aufgrund der ganzen wilden Pokémon, was dann sich arg in Länge gezogen hat und ich wurde vergiftet. Gottverdammt. Egal. Aber gut, das Gift ist doch nicht egal, es macht nur 10 Schaden, was zur Hölle. Oh, ein Kratzer, okay. Ja, oh, ist klar. Gut, du scheinst aber ein bisschen widerspenstig zu sein, meine Kleine, aber dich werde ich noch fangen, keine Panik, so Gegengift. Ah, und paralysiert, sehr schön. So kann man auch Bodenpumpen paralysieren. ja. Neunmal vorabgeschossen, hat echt lang gedauert, war gar nicht so geplant, war nervig, aber jetzt sind wir hier im Wunderturm, holen uns erstmal das Wunderturm-Pokémon, anschließend das Fossil und das Pokémon und ja. Und ich habe mich auch schon für ein Fossil entschieden, und zwar aus einfachem Grund, ich habe bei meinem normalen Spielstand, Maus. Rollt sich zu einer Kugel zusammen, prallt die Lange von ihnen ab, seine Haut ist zäh und fester, als in der Wüste lebt. Erkläre ich euch gleich erstmal Spitznamen. Ja, es hat eine Person für einen Sandan gestimmt, der Name ist schon vergeben, außerdem war es halt eine männliche Person, Hallo Kato. Und daher wäre es nach Mädchen in und es ist klein und putzig, von daher. Stopp, halt, wie, pfui, wie wollte ich es jetzt nennen? Richtig. Hallo? Hä? Yay, hallo Jay! Jetzt wollte ich schon gerade fast falsch benennen. So, Jay wurde auf Lens PC übertragen. Yay! So eine Box 1 abgelegt. Sehr schön, freut mich. Richtig, zu den Fossilien, ich habe bei meinem normalen Spiel immer das eine genommen und das Pokémon ist eigentlich vergleichsweise eher schlechter, meiner Meinung nach. Und da werde ich es auch mal mit dem anderen nehmen und ja, mal sehen, wie ich es überhaupt benennen werde. So. Jedenfalls hier da der Trick, man muss mit den Eierkart hier rüber, ohne möglichst runterzufallen. Und das muss ich auch schon Anschwung holen. Und wenn wilde Pokémon während des Fahrens auftauchen, ist man gearscht. Yeah, noch ein Sandan. Und wieder weiblich. Cool. Egal. Meins ist viel niedlicher. Ja, aber Untresco ist schon angeschlagen und könnte weiter das Zeitliche segnen, aber das wird nicht passieren. So. Erstmal hier längs. Haben wir jetzt die Meerewege zur Auswahl? Kann das sein? Kann das sein? Ist das möglich? Achso, wahrscheinlich einmal für Zator und sonst für Rad. Wie gut, dass wir Wolfchen mit haben. Ja, ist doch gut. Hallo, ihr Freunde. Ich möchte hier nicht zu viel Zeit verbringen. Und was? Oh. Ja, komm, Navi, vernichte es. Oh nein! Oh fuck! Oh fuck, fuck, fuck. Moment mal, dann heilen wir jetzt erstmal kurz. Gut, ich werde Navi nach vorne tun. Oh, kacke. Kann schon Sandkraft? Ich glaube nicht, ne? Ha! Statik! Gut, auswegslos ist jetzt ein bisschen unfair, wie ich finde. Naja. Not so keep of doom. Wie viel Schaden kassiert überhaupt? Sehr schön, immerhin hat das nicht für Verteidigung. Und der Sandwirbel kehrt zurück. Nein! Mach mir jetzt keine Szene, Traxco. Mach mir keine. Sehr schön. So, das war schon mal für dich, mein Kleiner. 219 ist ganz okay. So. Sollen wir mal Navi nach vorne tun, einfach weil er mit Surfer hier sowieso alles plättet, was mir entgegenkommt. Er sieht zerbrechlich aus, yo. Ich habe den falschen Felsen zertrümmert. Ich hätte den einmachen müssen. Egal. So. So kann ich mir schon mal den nervigen Rad zusparen. Übrigens, wenn wir halt beim Rad zu langsam sind, gehen eine Wand prallen oder auch immer. Und runterfallen, fallen wir halt eine Ebene weiter runter. Das kann nervig sein. So, hier bräuchte ich mir sowieso zertrümmer. Oh, zum Glück habe ich Wolfi mitgenommen. Das wäre jetzt ärgerlich. So, und zwar weiß ich schon, für welch ich mich entscheiden werde. Ich werde nur kurz. Sekunde. So, ich habe nur schnell ein Safe gesetzt. Und zwar möchte ich halt das richtige Fossil nehmen und nicht, dass er jetzt auf einmal eher das nimmt, was er spontan will. Das Klauenfossil gefunden. Wenn du dieses Fossil nimmst, wird das. Nein, das möchte ich nicht. Weil das möchte ich nicht mitnehmen. Weil da befindet sich Anorith, aber Anorith bzw. Amaldo finde ich eher schlapp. Und ich sage Wurzelfossil und da drin befindet sich Lilip. Ja, Wurzel Fossil erhalten. Und Lilip ist wesentlich praktischer, meiner Meinung nach. Es ist zwar nicht so stark, aber es ist dafür, meiner Meinung nach, ein sehr guter Tank, von daher.
Und da sehen wir schon. Leb wohl, Wunderturm. Nein. Das Clown-Fossil ist im Sand versunken. Das ist sehr traurig. Naja, wie dem auch sei. Boah, schon die ganze Zeit irgendwelche Geräusche. Ich krieg ja noch Paranoia. Wie dem auch sei. Damit hätten wir das jetzt erstmal hinter uns gebracht. So, dann geht's erstmal ab zum Schlotberg. Pokémon. So, Schwabidi, du kriegst jetzt mal das Item. Pilufis, ich muss mal anfangen, mir die in die Namen zu geben. Meine Fresse. EP-Teiler. Voll vergessen. So, Navi bleibt einfach mal vorne. Seilbahn fährt gleich hinauf, mit, yo. Dann kümmern wir uns jetzt mal um die Schlotberg-Angelegenheit. Das wird wahrscheinlich den Rahmen des Parts sprengen. Wie viel Zeit haben wir überhaupt schon? Oh ja, hätte schon wieder 5 Minuten. Sowas verbraucht schon 5 Minuten. Das kann man gar nicht glauben. So, mal sehen, wie stark die Trainer sind. Ich hoffe mal nicht zu übertrieben. Das könnte uns nämlich ein bisschen ärgerlich werden. Und zur Not schneide ich einfach mitten in der Schlotberg-Angelegenheit. So, hallo Granny. Ich war bei den heißen Quellen und habe meine Mühlenknochen erfrischt. Jetzt fühle ich mich richtig stark. Was ist schön für dich, Granny, das freut mich. Wir haben sich im hohen Alter immer noch jung fühlt und zu neuen Tagen bereit ist. Ja, ein Mediti. Oh, 21 ist ja lachhaft. Ich dachte, die wären wesentlich höher. Wenn sie noch einen Kampf rum hat, dann werde ich mal eiskalt zu Schwabini wechseln. Ich meine Pilufis. Mann, oh, jetzt kommt hier noch mein Scanner. Oh, Entschuldigung, da bin ich gerade gegen die Speed-Taste gekommen. Ich muss meinen Zeigefinger mal ein bisschen ruhig halten. So, da die. Ja! Alles klar, natürlich. Jetzt muss ich den Scanner einsetzen. Zeitverschwendung. Los, stimmt. Kann natürlich doppelt, weil mein Kunde hat es ja nicht geklappt mit Schulschild, aber Scanner funktioniert doppelt. Egal, es war jetzt schon dein Dritter. Jetzt hör auf, mich damit zu nerven. Scheiß Part-Zeitfressende Typen. So, das gibt natürlich schnell. Okay, gut. 200 ist nicht gerade so lächerlich. Wird Macreaser eingesetzt, oder werde ich natürlich sofort wechseln. Warte. Ich sitze uns falsch, nicht normal. Ja, also wird das normalen Schaden machen. Super. Aber Schwabini, du müsstest schon Flügelschlag beherrschen. Hoffe ich jedenfalls. Los, Pilufis! Ich habe Pilufis richtig geschrieben, oder? Ich hoffe mal. Wenn nicht, dann muss ich das später irgendwann ändern. So, jetzt erstmal hier, da. Flügelschlag. Oh, halt auf meine Partzeit zu fressen. So. Das war doch schon mal nice. So, das schon mal dazu. 93 ist ganz okay. Spieler sieht Experte Waldraut. Oh, du meine Güte, wer bist du denn? Ich bin Exorion, dein größter Albtraum. Dankeschön, mein Kind. Das hat Spaß gemacht. So, als ob ich mich gegen meinen Enkel gekämpft hätte. Komm doch bitte mal wieder vorbei. Experte Waldraut, wo das Pokémon Verzeichnis eingetragen. So, kurz mal was an den Attacken ändern. Ja, schon hier. Hallo, Tech, mach mal gut. Nee. So. Donnerschock. Und Unterschall. Oder bitte so. Das mal. Ja. Ja. Kann so bleiben. So. Das sollte schon mal dafür reichen. Hallo Ollo. Seit ich den heißen Quellen gebadet habe, fühle ich mich großartig. Ich bin sicher, ich werde gewinnen. Ich würde gern wissen, wie es in einer heißen Quelle ist. Das muss voll schön sein. Und boah, die Möpse. Ich meine, sie hat sehr stark ausgeprägte sekundäre Geschlechtsmerkmale. Wir wollen die ja noch. Ja, ihr wisst schon. Ich habe das Wort vergessen. Egal, ihr wisst, was ich meine. Bla 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 bla. Toll, toll, toll. Bestes Let's Play ever. Abonniert mich. Nein. Sowieso die, die es hier angucken, sind sowieso meine Abonnenten. Von daher ist es in der Videos zu sagen totaler Schwachsinn. Weil, dass jemand hier diese Videos finden würde von außerhalb. Uah, außerhalb des Wassers ist es saukalt. Ja, du bist ja in einem Vulkan, du hast ja wohl total die Meise. Dass hier außerhalb meiner Abonnenten noch wer diese Videos findet, ich zweifle dran. Endlich bin ich am Schlotberg angekommen. Jetzt will ich kämpfen. Wollen viele. Aber ob sie das bekommen, ist eine andere Sache. Jo, und da können wir gegen sekundär Geschlechtsmalwunder Sylvia. Ein Knittel bei 21. Das hat wahrscheinlich mehr als 40 KP.
Gehe ich einfach mal von aus. Gott damit, meine Aussprache ist auch wieder für den Arsch. Egal. So, da gerade wie sich für mein Hals ge... Hallo. Ich hab ich gesagt, eine fiese Attacke. Spams und eliminiert. Wundervoll. Abi, da. Kommt jetzt sowieso bei Level 30. Ich glaube, er lernt nur Windhose, also eher schlecht, aber naja. Wie du kämpfst, es würde ja Schluckberg ausbrechen. Das ist von Finn Schluckberg. So. Hier werden sogar halt auch die ganzen Viecher besiegt. Ich glaube, hier gibt es noch zwei Trainer oder eine. Ah, sogar ein Doppelkampf. Pilufis, kommst du mit nach vorne? Mal sehen. Dass ich auf die Stelle rennt, naja. Ich habe Feuer in mir, Baby. Jetzt kalt es nicht aus. Ich muss kämpfen. Du hältst nichts aus. Schade, dass du kämpfen musst. Dies ist ein schöner Berg. Hier gibt es viele interessante Leute, die einem Gesellschaft leisten. Dann auch immer hoffen, dass jetzt das mit Schwalbin in der zweiten Reihe keine falsche Wahl war. Vor allem, ich kann den Surfer nicht verwenden. Und ein Meryl und ein Kleinstein. Wir hoffen einfach mal darauf, dass der Kleinstein nicht viel KP hat und schnell drauf geht. Navi und Pilufis. Ja, senkt euch den Angriffswert. Ich glaube, das hilft in dem Fall sogar gar nicht, weil Meryl mit Aqua kann auch speziell angreifen und Kleinstein sowieso. Ja, egal. So, greift alle an, deswegen spare ich mir mal den Mist. So, Drachenwut und Flügelschlag. Hoffen wir aufs Beste. Bam! Oh, das könnte sogar was werden. Komm, Pilufis, Physik ist spitze! Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Da freue ich mich drüber. Da. Ach so, deswegen. Ja, durch den MP-Teil kriegst du auch die meiste Erfahrung in den Kämpfen. Was ganz falsch ist. Ich glaube, wenn Pilufis und Jen beide jetzt noch ein Level herkommen, entwickeln sie sich sogar. Was echt cool wäre. Jay müsste sich auch auf dem nächsten Level entwickeln. Coole Sache. Also mit Jay werden wir in diesem Part leider nicht mitbekommen. Und hätte sogar einen Spoint gehabt. Aber da war das Schicksal auf meiner Seite. Ja, wie dem auch sei. Ist halt Pech, was wir da machen. Schön, Melissa und Wanderer Alex besiegt. Oh, was für ein kochend heißer Kampf. Oh Gott, oh Gott. Nein. Oh, du bist auch ein richtig geiler Sporn. Ja, oh, 2500, nice. Übertreffend. Ich mag jetzt Köln für dich. Ich trage schon meinen Pokédex ein. Wanderer Alex, warum du? Ich wollte ja andere haben im Pokédex. Doofe Kuh, ich mag dich nicht mehr. So, damit hätten wir auch Schulberg abgeschlossen. Einfach nur so zum Zeigen, also weiß nichts Besonderes. Ich hätte auch hier früher hingehen können, aber egal. Ist jetzt halt so gelaufen, was wir machen. Achso, okay, gut. Lass mich schon. Oh, fuck, das war gar nicht geplant. Egal. Whatsoever. Da. So, dann müssen wir auch damit fertig sein. Oh, wir könnten jetzt die ganzen Routen erkunden und so. Und damit dadurch neue Pokémon holen. Oh, da gibt's so viel Auswahl, was man noch machen könnte. Ich könnte auch, glaube ich, meines Wissens, ich werde noch schnell was machen und dann werde ich den Part beenden. Dann gehen wir ein bisschen auf Pokémon-Suche. So, das heißt, ich darf jetzt wieder den ganzen Weg zurück dahin wahrscheinlich. Ja, na super, das wird ja lustig. Aber die Zeit nehmen wir uns noch. Könnte ein bisschen länger dauern. Mann, oh, jetzt war ich gerade wie eine besenkte Sau. Ich sollte niemals im Leben einen Führerschein machen. Meine Herren. So. So, hier längs. Dann das Tiefblau. Mein Chef ist jetzt ein Yo. Hallo. Ich weiß gar nicht, welcher Angreifer war das. Was ist du? Freunde, ich glaube, der Part ist auch schon zu Ende, ne? Ah, komm. Überziehen wir ein bisschen. Mein Puffyang ist wirklich gut. Meinst du auch? Ah, das ist wieder gleich Meinung. Hier, ich schenke dir diese Puffyangel. Yep. Und damit werden wir nun etwas tun, was mich sehr, sehr, sehr freut. Wo immer du Wasser findest, versuch dein Glück mit Angeln. Und wer sich jetzt daran erinnert, auf was ich letztens hingewiesen habe im letzten Part, der wird wissen, was ich meine. Oder im vorletzten Part. Das heißt, du mir jetzt wieder ein bisschen radeln. Radeln. Ja. Gerade auf Fett ist hier nicht auch Wasser? Ach nee, stimmt, da ging es ja noch rum. Oh, Zeitverschwendung. Lass mich in Ruhe.
Ihr könnt alle ihn nicht ersetzen. Voll unfair, dass bis jetzt nur er gestorben ist, ne? Ne? Das ist mal voll fies, wenn ich sogar schon leicht diskriminierend ist, dann weiß ich ja auch nicht. Jedenfalls tun wir erstmal, Kasper nach vorne, aus gewissen Gründen. Oh, lasst mich doch einfach nur, ernsthaft! Ja, ein Fummel, wunderschön, mächtigstes Pokémon ever, bitte. Und vor allem sind seine Augen echt creepy, wenn ich das mal sagen darf. So. Dankeschön. Ist auch hier heil durchkommen. Ah, das kann ja lustig werden. Moment mal. Ach, kann ich gar nicht machen. Oh, scheiße, und der Hund auf, ey. Oh, ja, jetzt geht mir alle auf dem Rückweg auf den Senkel. Ich habe schon ein paar Bienen und meinst, das ist viel cooler. Geh weg. Ich mag dich nicht. Tschüss. Meine Herren. So. Ah. Na, Leute. Ah, wir können jetzt hier so. Gut, okay, wir holen uns, Wobei, können wir dann einen Spitzen? Wir machen das hier im Anschluss dann. Wir müssen sowieso wieder den Weg hier zurück. Von daher. Scheiß drauf mit dem einen Part, im nächsten Part gibt es einfach zwei Pokémon, die wir uns zugesehen fangen. Freut euch einfach drauf, weil ich habe jetzt keine Lust, das in zwei Parts zu unterteilen, bis wir darauf zu warten. So, wir sind hier in Blütenburg City, der Part schon wieder viel zu lang. Ich würde sagen, Freunde, das war's mit der Pokémon 2, das war's wahrscheinlich für heute. Beim nächsten Mal gehen wir ein bisschen angeln, da freue ich mich auch drauf. Bis dahin, ciao!